Hallo, meine lieben Kinder. Schön, dass ihr wieder mitgefahren seid. Und nun befinden wir uns wieder im Wohnzimmer von meiner Mama. Über Oma, nicht über Oma, über Urgroßoma und über meinen Opa habt ihr ja schon ein bisschen was erfahren. Und somit haben wir uns gedacht, werden wir die Geschichte fortsetzen und meine Mama wird euch jetzt erzählen, wie das früher in unserer Familie mit Erziehung gewesen ist, wie meine Mama erzogen wurde, wie ihr Tischmanieren anerzogen wurden, wie sie vorbereitet wurde auf unsere Gesellschaft. Und dann haben wir uns überlegt, wird Mama ein bisschen was erzählen über den Beruf von meinem Opa. Er war ja freier Journalist und hat natürlich einiges erlebt. Und im Rahmen dessen hat auch meine Mama während ihrer Kindheit einiges erlebt. Und das wird sie euch heute, also sie gibt euch einen minimalen Auszug, aber ich finde, es ist sehr interessant, da ein paar Einblicke gewinnen zu können. Bitte sehr, liebe Mutti. Ja, also Erziehung ist schon ein eigenes Thema. Und zwar, wie schon erwähnt, hatte ich eine Großmama, die im Schloss lebte. Und das war vollkommen undenkbar, dass ich Oma oder so irgendwas, das war undenkbar, sondern man hat da eben gesagt, küss die Hand, Großmama, mit einem Knicks, mein Bruder eine Verbeugung, ein Sprechen so einfach planlos, wie das sehr oft heute so, hey Alter oder wie auch immer, wäre undenkbar gewesen. Ja? Sondern man hat ein Gespräch geführt und man hat so gar nicht dazwischen gesprochen, wenn zum Beispiel meine Großmama und mein Vater sich unterhalten haben. Das wäre auch ebenfalls undenkbar gewesen. Und nachdem ich ein bisschen anders aufgewachsen bin, hat man mich, was jetzt punkto Speisen und Tischmanieren anlangt, war das ein bisschen eine andere Sache. Das heißt, ich habe lernen müssen, mit Büchern unter dem Arm zum Beispiel zu sitzen. Ich habe ja auch ein bisschen Klavier gelernt, also da habe ich dann auch die Bücher unter dem Arm gehabt, damit ich nicht so herumfuchtel. Ja. Und wenn man auch heute die Menschen beim Essen beobachtet, der wenigste Prozentanteil, die essen alle so, das heißt, ich bezeichne das nicht als Essen, sondern das ist einfach nur sich Ernährung. Zu ernähren. Ja. Weil Essen, da wird einem übel, also mir vor allem übel. Jedenfalls musste ich so essen. Gehen musste ich, weil so ein Gehen, wie es heute ist, ist undenkbar. Ich habe ein Buch bekommen und dann musste ich gehen, schreiten. Ja? Gut, ist natürlich nicht immer lustig gewesen, bin aber trotzdem heute dafür dankbar, dass ich das erleben konnte. Und wie gesagt, wie schon meine Tochter erwähnt hat, mein Vater, der ja in russischer Gefangenschaft war, war dann nach dem Krieg freier Journalist, frei in jeder Beziehung. Er hat sich von niemandem etwas sagen lassen oder in irgendeiner Form. Er hat da lieber verzichtet. Und er hat zusammengearbeitet mit der Gendarmerie, heute heißt sie Polizei, eben als Journalist. Und eines Tages, mein Vater war gerade auf Recherchen unterwegs, läutete es bei uns. Meine Mama hat gerade an einem Ballkleid gearbeitet, also habe ich, mein Bruder war zu klein, also habe ich aufgemacht. Vor mir stand dann ein ganz großer, stark färbig pigmentiert, man darf ja heute bestimmte Ausdrücke nicht mehr verwenden, also es war wirklich ein Schwarz, ja, vor mir. Und ich als Kind starrte auf ihn hinauf, wusste momentan gar nicht, wie mir geschah. Aber er lächelte mich dann an und das werde ich nie vergessen, seine schneeweißen Zähne und sein Lächeln und sein Hello war mir bis heute unvergesslich. Ich wusste aber nicht, was ich mit ihm machen soll und rief meine Mama. Meine Mama kam, schaute auch etwas eigenartig drein, weil wir haben mit allem geregnet und nicht damit. Und sie unterhielt sich in Englisch mit ihm und herausgestellt hat sich ja dann, dass mein Vater, der sehr offen für alles war,
diesen Herrn zu sich nach Hause eingeladen hat. Also den hat er irgendwo unterwegs kennengelernt und für ihn, mein Vater hat alle möglichen, vom Pfarrer angefangen, obwohl er Atheist war, alles, was nur irgendwie möglich war, war bei uns zu Hause. Ja? Und jedenfalls, Gott sei Dank, erschien dann auch mein Vater. Und damit hat sich dann das eben geklärt, dass mein Vater den eingeladen hat und dann haben sie sich halt unterhalten und mein Vater hat dann sogar eine Story darüber geschrieben, über diesen Schwarzafrikaner. Und dann war eine zweite Situation, die war ein bisschen weniger schwierig. Aber Mutti, man muss sagen, gell, früher war ja das nicht so wie jetzt. Ich meine, jetzt sieht man ja viele. Ja. So naja, viel habe ich gekostet. Aber früher am Land, das war ja wie eine Sensation. Ja, nein, das war vor allem, das war ja das, was meinem Vater auch irrsinnig Spaß machte. Er kam ja sehr viel herum. Und er war allem Fremden und all den Dingen komplett offen. Er hat auch wahnsinnig vielen Leuten, also es sind ja Leute zu ihm gekommen und haben ihn um Rat, er war sehr, sehr gescheit, haben ihn um Rat gebeten. Mein Vater hat dafür nie was verlangt. Dafür sind dann oft Bauern aus der Gegend gekommen und wir haben von Salat, Erdäpfel, Fleisch, Gesichtes, alles Mögliche haben wir ihm gekriegt, als Dankbarkeit. Tauschhandel eigentlich. Ja, mein Vater hat gesagt, nein, gar nichts. Und dann hat er, mein Vater, sehr viel Verständnis gehabt, vor allem gerade für die arme Bevölkerung und Kindern gegenüber. Und ich war sehr oft dabei, wie er Schokolade gekauft hat und dann, das Wort Zigeuner darf man auch nicht sagen, aber es sind ja sehr viele Karawanen auch durchgefahren. Und wenn die dann Halt gemacht haben, hat mein Vater denen Sachen gebracht und den Kindern Schokolade. Das konnten sich ja damals kaum oder ganz, ganz wenige. Schokolade war Delikatesse. Schokolade ist nicht so wie heute. Ist nicht so wie heute, wo du einfach in dich hineinmampfst und immer dicker wirst. Also das hat es einmal nicht gemacht. Ja, ich hoffe. Nein, da können wir nicht. Wir mampfen zwar auch gern Schokolade hinein. Genau. Aber nein. Mit manchem Ziel halt. Genau. Und jedenfalls, weil mein Vater so freudig auch allen gegenüber war. Meine Mutter war ein paar Tage weg in Sachen Mode, ich weiß es nicht mehr so genau, was das war. Jedenfalls kam mein Vater mit einem Herrn, das werde ich auch nie vergessen, mit Goldbrille, sehr gepflegter Herr gewesen, kam zu uns nach Hause. Und irgendwie, also dürfte als Kind auch schon irgendwie so einen komischen Riecher gehabt haben, irgendwie war mir der Herr suspekt. Vielleicht ob seiner äußeren Erscheinung. Und jedenfalls, mein Vater unterhielt sich mit ihm und natürlich wurden auch Becher der Freude gehoben. Und irgendwie ergibt sich dann plötzlich, dass mein Vater sehr spitzliebiges Gesicht bekommt, irgendwie eigenartig reagiert und einfach zu uns Kindern gesagt hat, ihr geht jetzt sofort hinunter in den Garten und bleibt so lange unten, bis ich euch rufe. Gut, wir Kinder, na sag uns zweimal, wir sollen spielen gehen. Na, das taten wir auch. Mein Vater, was ich dann nicht, das hat sich erst im Nachhinein herausgestellt, als dann die Gendarmerie kam, mein Vater, nachdem er Journalist war, hatte Telefon. Das war ja damals nicht so. Wenn überhaupt, dann gab es ja nur Vierteltelefon. Und aber Fernseher hatte es ja auch. Wir hatten ja, wir Fernseher natürlich auch. Das heißt, es war damals so, dass eigentlich nur der Arzt, der Apotheker, mein Vater, der Schuldirektor, oder ich weiß nicht wer, sonst der Pfarrer vielleicht ein Telefon gehabt haben und ein Geschäftsmann ein Telefon gehabt hat. Sonst alle anderen nicht. Die sind ja darum auch sehr oft zu uns telefonieren gegangen. Bitte können wir. Mein Vater natürlich allen Türe offen, was heute ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Gut, diese Türe offen hat sich dann als Folgendes herausgestellt. Die Gendarmerie kam dann. Und zwar hat mein Vater im Laufe der Gespräche herausbekommen, dass mit diesem Herrn irgendetwas nicht stimmt. Siehe Nase, die wir haben. Und konnte, nachdem er ja auch, ich will jetzt fast sagen, russische Verhörmethoden nennt man das, also mit so eigenen Winkelzügen, hat er irgendwie herausbekommen, dass dieser Herr kriminell ist. So, um der Sache jetzt, um diese Sache abzuschließen, es handelte sich um einen Mörder,
der aus dem Norden, ich glaube Finnland oder ich weiß das nicht mehr, jedenfalls Norwegen, Finnland, irgendwo her, aber er hat auch seinen Akzent gehabt, der bereits gesucht wurde. International ist er gesucht worden, gell? Und mein Vater hat eben Gendarmerie angerufen, Gendarmerie kannte ja meinen Vater und die waren da, war das tatsächlich ein gesuchter Mörder, der hat seine Frau umgebracht und der war bei uns in der Wohnung. Also so viel dazu, dass wir auch so etwas erlebt haben. Ja, eine aufregende Kindheit, gell? Kann man das sagen, die mit interessanten Episoden. Ja, das kann man schon sagen. Und ja, ich glaube auch, dass man dadurch, wenn man auch sieht, wie offen jemand auch ist, aber das hat noch lange nicht geheißen, dass sich mein Vater über den Tisch ziehen hat lassen. Also er hat auch den Leuten nicht nur mit Rat und Tat geholfen, er hat ihnen auch Geld gegeben, ich habe das oft genug gesehen. Dass da die Leute, hat jemand zugesteckt, sogenannten 20er, 20 Schilling. Ja. 50 Schilling war ja für die, die gerade das nicht die Hand geküsst haben. Also das waren viele Arme, gell, in unserer Bevölkerung. Es waren sehr viele. Ja. Da am Land speziell wahrscheinlich. Ja. Die Leute, das war eigentlich schon eine sehr arme Zeit, auch die Landwirte, die da rundherum waren. Und die Leute haben nicht sehr viel gehabt. Und was mir noch auffällt, ist, dass, wenn man das jetzt vergleicht mit der heutigen Zeit, kann mich nicht erinnern, dass ich so viel Grantige und so viel Undisziplinierte und so viel lustlos dreinblickende Menschen gesehen hätte, so wie es heute zum Teil ist, die großteils alles haben. Wir haben mehr als genug. Damals haben die Leute, waren sie froh, wenn es 5 Eier oder eine Banane oder so irgendwas das war. Das war auch ein Highlight, gell? Banane war ein Highlight. Also und vor allem mein Vater hat dann oft auch immer alle möglichen Leute gekannt. Bananen geschenkt, das werde ich auch nie vergessen. Ja, gab es da nicht eine Geschichte genau, mit Bananen? Mit Bananen. Und zwar, wir Kinder, ja super, Banane. Mein Vater hat, wir mussten natürlich gleich, wenn mein Vater hat nur schauen müssen. Also wir haben schon gewusst, Hände weg, ja, nichts dergleichen. Jedenfalls irgendwas stimmt jetzt nicht. Er hat gewartet, bis dieser Herbert, der ja einen Obst-Gemüseladen hatte, weg war, der die Bananen meinem Vater geschenkt hat. Das war ja damals irre. Ja? Und dann hat er uns die Bananen weggenommen und hat es weggeschmissen. Warum? Aber ja. Das weiß ich nicht mehr. Und damals, ich weiß das auch nicht, ich war da auch zu klein. Aber damals soll es angeblich, bitte, vergiftet richtig, oder was, sollen angeblich Bananen vergiftet worden sein. Also wie weit das tatsächlich, das kann ich ehrlich gestanden nicht beurteilen. Mhm. Ja, aber ich weiß nur, dass wir dann von den Bananen eigentlich... War nur ein kurzes Vergnügen, ein optisches Vergnügen. Ich habe es in der Hand gehabt, ja, die Bananen, aber zum Essen... Das war eher nicht so das Ding. Ja, und wie gesagt, gäbe noch einige Geschichten, die ich... Vielleicht noch kurz, Mutti, die eine Geschichte ist so schön. Ihr habt ein Fernsehapparat gehabt und es sind die Leute zu einer gewissen Uhrzeit Fernsehen gekommen und haben euch Kindern Stollwerk oder was gebracht. Ja. Gell? Bei uns war es wirklich skurril. Nachdem wir den Fernseher hatten, sind Leute zu uns gekommen. Mein Vater, wie gesagt, offenes Haus. Herzlich willkommen. Und die haben uns dann Stollwerk, dann so Krachel, Furkade, ähnliches, haben wir gekriegt. Ja. Ja. Und dann ging es halt los mit diesem Genasche. Und zwar so lang, hat mein Vater, meine Mutter nicht mitgekriegt, dass wir uns eigentlich davon überessen haben. Wie sich das dann geäußert hat, will ich jetzt lieber nicht schildern. Und man muss das auch lernen, dass man irgendwie sich nicht übermaß zu sich nimmt. Ne? Also es ist da schon Vorsicht bei diesen Dingen zu genießen. Ja? Und Erziehung war einfach damals ganz anders. Also man hat da,
Man hat da auch, wie gesagt, nicht dazwischen reden können oder einfach, oder geschweige denn, hallo, servus, das war undenkbar. Da hat man gesagt, grüß dich Gott oder einen schönen guten Tag. Ich habe einmal servus gesagt, mein Vater spitzlippig, was haben wir mit Dienen zu tun? Servus, wir bedienen doch nicht. Also sag guten Tag, grüß Gott oder sonst etwas. Puh, das war auch ein bisschen eine resche Geschichte. Und ja, oder mein Vater hat zum Beispiel auch sehr, sehr viel Recherchen betrieben. Und zwar sind wir wieder auch bei der Gesellschaft, bei der Neidgesellschaft, die ja heute extrem. Da könnte man vielleicht einmal ein Video drüber drehen, oder? Ja. Und da gibt es eine Geschichte, die ist. Die kommt! Wie es sich verrat, aber nichts mehr. Ja, das wird folgen. Es hat Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Es wird eine Geschichte geben über Neid. Wir haben uns auch schon überlegt, gemeinsam auf einen Christkindlmarkt zu gehen, vielleicht wieder Sprachen. Die Mutti kann mehrere Sprachen. Also, sie ist da talentierter als ich, aber ich gebe mir Mühe, ihr wisst. Eventuell auf ein Getränk, auf einen Christkindlmarkt oder so. Also, wir haben uns da schon einiges überlegt. Ja, vielen Dank. Wer, ihr wisst, Interesse an meinem Outfit hat, bitte eine E-Mail an latexmama@gmx.at. Viele fragen mich auch nach meiner Schuhgröße. Es ist tendenziell 41, manches Mal 40, wobei eher bezogen auf Schuhgröße 41 sind all meine Stiefeln. Und Schuhe werden auch demnächst folgen, Schuhe von Raborek. Lasst euch überraschen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Baba, alles Liebe und passt auf euch. Baba.